Seid gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu dem neuesten Spiel. Ich genau. Ich habe Tausende getötet. Oh, weh, weh. Na, ich nicht. Ich lüge nicht, aber der da hat die alle getötet. Ich habe Eltern, herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu dem neuesten Spiel Ghost Recon. Heißt es jetzt Recon oder Recon? Recon. Wurscht. Nun mal gut, was das heißt. Ghost heißt Geist und Recon, keine Ahnung. Ghost Recon Wildlands von Tom Clancy oder wie auch immer, keine Ahnung. Das ist hier der Weihnachtsmann, oder? Nee, das ist der, keine Ahnung. Vorspann, irgendwas habe ich jetzt so vergessen. Warte, lass mal den Vorspann noch laufen. Lassen wir das noch ein bisschen. Genau. Kann man sich das hier anschauen? Fragte mich eine Frau. Eine Frauenstimme, komm jetzt. Ach, hier, ja. Was, wenn du. Aha. Bolivien. Ja, gut, es ist hier. Handelt sich hier um ein. Das übliche Drogenkartell. Das ist praktisch so wie Mafia 3, oder? Also so ähnlich. Wir kauften oder nahmen. Drogen-Dings da. Wir kauften die Polizei, und allerdings das Militär, in Südamerika spielt es jetzt, oder? Wir waren dabei, selbst zur Regierung zu werden. Standen kurz vor der Erfüllung meines Traums. Lassen das noch ein bisschen laufen, gell? Gleich geht's weiter. Hier, schau her. Ja gut, jetzt machen wir mal. Zu schaffen. Was? Drogenstadt. Santa Blanca. Santa Blanca. Oh nee. Oh, tolle Grafik, schau her, da kann man sie Hautpartikel zählen. Bei dem jetzt hier weniger. Das ist der Kollege Heinz Rüdiger. Hier, der da. Gut, jetzt. Noch Vorspann irgendwie, oder? Vorspann. Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz. Böse. Gut, wir müssen uns jetzt leider hier den Dreck anschauen, den Mist. Die Stimme kenne ich. Ist das jetzt diese berühmte deutsche Synchronsprecherin? Unsere Analysten haben den Mann oder? Auf den Fotos als DEA-Special-Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von Das ist immer hochinteressant. Er untersuchte. Welche Synchronsprecher, deutsche Synchronsprecher da immer am so Werk sind. Wissen, was das geplante Ziel des ich hab da schon. Was die Bombe in der Botschaft nicht ja, komm jetzt hier, Bombe, bla bla, komm. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Na hallo. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Puh, aber Fotos haben sie, oder wie? Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Genau. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Kartell nennt. Gestern waren ja, wir müssen es noch ein bisschen laufen lassen. Heute sind es ich habe fast keinen Kaffee mehr. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Mexiko. Lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später. Aha, Tausende von Leichen später. Meine Fresse. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Das ist aber eine bekannte deutsche. Der neue Präsident. Hört ihr auf, das ist ja Jodie Foster? Nee, also die deutsche Stimme. Santa Blanca hat Bolivien zu Dreh- und Angelpunkt auch nicht. Angelina Jolie? Dank ihrer Freundin deutsche? In Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die deutsche. USA und Kanada. Deutsche Angelina? Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt. Und zwar das ist aber eine ganz bekannte. Santa Blanca ist in vier Abteilungen organisiert. Gut, hier. Produktion. Schmuggel. Sicherheit. Und Einfluss. An der Spitze steht Einfluss. Der wir werden Einfluss nehmen. Boss aller Bosse. Das ist der Idiot. Gut, den müssen wir umhauen. Dann ist Ende. Dann ist Spiel vorbei. Gut, jetzt. Hallo. Hoppla. Schicke Kraft. Zwei neue Mitteilungen. Oh nee. Ach ja, ich habe zwei Dinger freigeschaltet. Was kann ich das mit der Maus jetzt auch machen? Sie sind nun online. Mission wurde erfolgreich freigeschaltet. Ich habe als Vorbestellerbonus die peruanische Käsekuchenmission. Warte, ich habe es aufgeschrieben irgendwo. Weiß ich jetzt nicht mehr. Warte, hier am E-Mail steht es. Sie haben mir eine E-Mail geschickt. Ghost Recon Wildlands, vielen Dank für das Freischalten eines Codes. Das ist der peruanische Verbindung. Habe ich freigeschaltet, ist es das da? Keine Ahnung, weiß keine Sau.
Wir machen neue Kampagne, oder? So, Ubisoft, Kase, Käse. Mehr über die Wildlands, nein. Ach, Wildlands ist die Gegend da dann, oder? Zurück zum Desktop. Neue. Was? Koop? Nee. Das wollen wir nicht. Voll. Achso, lädt erst noch hier der Kollege. Weil ich auch, wenn die Waffe, jede Waffe hat eine, wenn sie. Spielstil. Ich gebe dir gleich einen Spielstil. Und der lädt immer noch, oder? Rechts, der Geisel. Oh, schau her. Oh, toll. Der Bild, der Ansicht hier. Tolle Gegend. Mit Blitz. Lädt immer noch. Kann das sein? Tipps, Rückstoß, Waffe weg. Oh. Falsch. Entschuldige, der lädt noch, oder? Alarm. Oh, wei. Aha, zerstören Sie den Stromanschluss. Also das ist so wie Mafia 3, oder? Ah, Fahrzeuge auch noch. Alarmanlage. Schießen Sie darauf, um Gegner abzuhalten. Das kommt, das ist so eine Mischung aus Watch Dogs und Mafia 3. Ah, 75%. Gut. Jetzt scheint die Sonne rein bei mir. Jetzt sehe ich nichts mehr. Au! Au, bin ich das, oder wie? Hä? Männlich? Kopf? Warte. Weiblich? Ich will eine Frau. Weiblich? Enter. Ach so. Hä? Ich will weiblich, Freunde. Das ist doch keine Frau. Aus. Ha, jetzt. Oh, Consuela. Das ist die Consuela. Genau. So ist mir das doch gleich lieber. Kopf. Ja. Will ich auch. Kopf. Mein Gott. Hier tut sich nicht. Huch! Achso, jetzt muss ich das erst auswählen. Ach komm, dauert 3 Jahre, bis das sich auswählt. Oh nee, Murphy. Nee. Igel? Entschuldige, da müssen wir jetzt durch, hilft nichts. Du kannst vorspulen. Nee, die auch nicht. Beetle! Warte, der lädt immer ewig hier. Komm, hab ich so einen alten PC hier oder wie? Oh nee, die wollen wir nicht. Rock. Was ist Rock? Entschuldige, du kannst vorspulen. Da muss ich jetzt durch. Tut mir. Oh nee, die auch nicht. Was war Eagle? Nochmal. Auch nicht. Warte, entschuldige, da müssen wir jetzt durch. Du kannst vorspulen. Walker. Merkt man, oder? Walker, naja. Murphy. Schauen wir die anderen noch an. Keller. Murphys Gesetz. Sparky. Sparky. Oh, Sparky. Die schaut gut aus, oder? Sparky. Wir haben mal. Schauen wir die anderen noch an. Sparky. War gut, oder? Huch. Die schaut ein bisschen dämlich aus. Foxy. Huch. Hä? Was? Das ist Foxy? Bin ich? Die schaut aber auch nicht schlecht aus. Blade. Hä? Ach, jetzt zeigt das an. Rock, Beetle, Lister. Aha, jetzt hat das alle geladen, in den Speicher geladen. Aha. Keller. Die sieht gut aus. Keller. Warte. Keller. Huch. Keller. Blade. Keller, glaube ich, war am schönsten, oder? Also, mir Keller. Was ist das? Gut, nee, bleiben wir mal bei Keller. Ausgewählt, zurück. Gut, tut mir jetzt leid, müssen wir durch. Ja, blond natürlich, komm. Gibt's nicht. Hellbraun. Komm, was ist jetzt da? Passiert wieder gar nichts. Blau? Hä? Ach, Augenfarbe bin ich. Ich hätte gedacht Haarfarbe. Hä? Augenfarbe. Ach, dachte, das wäre Haarfarbe. Bärte. Haar, förmlich. Was ist bei förmlich? Rasiert. Entschuldige. Werde schon. Huch, nee. Förmlich.
förmlich ist besser, oder? Oder soll man die nehmen? Kann man die von der Seite? Ach doch, die kann man tatsächlich von der Seite sehen. Das schaut aus wie Laura, oder? Oh nee, komm. Stuppig. Ach komm. Förmlich. Förmlich. Pferde. Nehmen wir Pferdeschwanz, komm. Jetzt keine Kommentare. Haarfarbe. Ach, hier ist die Haarfarbe. Blond. Ah! Blond, das nehmen wir. Gesichtsdetails. Was ist für Gesichtsdetails? Rasiermesser. Ach komm, nee. Zufällig? Nee, komm. Ja, aha. Oh! Huch! Jetzt ist sie weg. Ah ja, was hat's denn Helm auf? Komm. Ah, nee. Ja, schaut doch gut aus, oder? Na, komm. Auswählen. Kopf. Huch, Aussehen. Was ist jetzt bei Aussehen? Komm. Körperdetails. Bemalung. Komm, nee. Ich brauche keine Bemalung. Kleidung. Ach komm, jetzt kann ich hier drei Jahre rum. Wählen hier. Das ist. Ah, nee. Einsatzhemd, Polohemd. Ach komm, da sehe ich jetzt eh nichts, oder wie? Urteile. Westen, Hose. Komm, Cargo. Aha. Oh weia. Nee, komm, das lassen wir jetzt mal. Schuhe, Wanderschuhe. Ich krieg hier Flühe. Stöckelschuhe. Jetzt wenn Stöckelschuhe kommen, dann fange ich das Schreien an. Termitenschuhe. Ach, Termite. Thermo. Tarnanzüge. Ach komm, ja gut, das lassen wir jetzt mal. Kleidung, Accessoires. Was ist Accessoires? Gesichtsex, Kopf. Ach komm. Hände, keine. Entschuldigung. Das Spiel macht mich schon mal fertig hier. Zufälliges Kostüm. Ach komm, Aussehen. Speichern Sie. Jetzt komm, speichern wir. Ich will geändert werden. Ja. Hoppla. Na, die schaut doch flott aus. Da kann man doch jetzt gar nichts sagen, oder? Kann man gar nicht meckern. Schwierigkeit. Sie können die Schwierigkeit jederzeit im Park. Ja, komm, wir wollen auf. Was ist Arcade? Der einfachste Spielmodus ist ja ein entspanntes Spiel. Ja, das wollen wir die Gegner bedienen, Jäger und den Ghost zu entdecken und aus ihm zu schießen. Das nehmen wir, komm. Arcade. Oh, nee. Arcade. Arcade-Spiele oder wie? Was? Jetzt speichert er. Huch. Scheiße, jetzt haben wir hier schon 10 Stunden verbraucht für das. Aber das muss man machen. Das ist gar nicht mehr. Du kannst ja. Was anderes machen, jetzt speichert der 3 Jahre. Ich krieg Flühe und ich habe keinen Kaffee mehr. Toll. Jetzt kommen 5 Videos. Dann sind wir eh schon wieder fertig hier mit meinem ersten Video hier. Und mit dem Speichern, da braucht er auch schon 3 Jahre. Ich habe doch einen relativ neuen PC. Mit Intel Inside. Jetzt komm. SSD und Intel, Ubisoft präsentiert. Ach komm, jetzt kommt der ganze Drecksvorspann. Leck. Entschuldigung, eine Ubisoft-Produktion, ja, das interessiert mich. Oh nee. Huch, da ist meine Kollegin, Consuela. Und der, wer ist aber die? Wer ist die? Keine Ahnung. Aha. Aha. Das interessiert mich. Na, schon her. Das ist Consuela. Nein, stimmt. Oh, weia. Jetzt müssen wir gleich. Oh, schon her. Müssen wir gleich schießen. Bestimmt. Oh, nee. Sie sind wohl schon länger hier. Na, das ist meine Consuela. Die Entwicklungshelferin mittlerweile. Ja, ist ja. Ist ein hartes Leben, aber anders. Ja, die ist doch hübsch, die Consuela. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Ja, schau her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Ja, ich darf ja jetzt nichts sagen. Das erklärt, warum du so stinkst. Aha. Mhm.
Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Huch. Naja, aber trotzdem jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Hui. Dann bringt es ja dann mal den Müll raus. Was? Die hat ein Kind? Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman, die Entwicklungshelferin. Genau. So, jetzt aber. Ja, ich hab sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen. Das dauert jetzt 3 Jahre. Aber also, egal wie sehr sie sich abhärten, auf den Freund. Toll. Ja. Seine Religiosität. Ach komm. Er hat mir auf Gelübde abgelegt, wenn er nicht wegen Geld oder Muslim im Geschäft ist, dann wegen Macht. Sie sind in der Tat Force of CIA hier in Blazer. Und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen zur Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Kataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca formiert. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Den hat schon lange ein Hammer von mir. Mal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Ah ja. Ich werde auch sein. Toll. Da müssen wir jetzt hin, oder? Gut. Ja, Grafik ganz nett, oder? Huch, muss er zu dem da. Der hat keine Arme. Der Ärmste. Oh weia. Vier Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Jetzt habe ich Sandvogel gelesen. Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten. Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pakatari, Anführer der Widerstandsgruppe Kataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Aha. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Na, das, ja. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Kataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Ja, müssen wir jetzt hier. Er muss gerettet werden. Aha. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Natascha, ja. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Das ist irgendeine Bekannte. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Bekannte deutsche Stimme. Gute Jagd. Also gut, jetzt die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Oh, scheiße. Also ich muss jetzt einen finden und verhören. Oh, wei, wei. Nicht, dass es wieder so wie Mafia 3 losgeht, wo man da einen gleich mal umbringt auszusehen, weil man die Steuerung noch nicht kennt. Oh, ah, jetzt geht's erst los. Toll. Ja. Ha, halten Sie, was? Halten Sie X um ein Fahrzeug? Ach, komm. Oh, weia. Halten Sie X, aha, gut, wat? Ja, ich muss jetzt die Steuerung mal aufschreiben. Ja, X halten, halten ist gleich Fahrzeug. Oh weia, komm, da komme ich nie mit hier. Fahrzeug, halten ist Fahrzeug. Also finden Sie es an der Uwe. Und genau. Die vier, drei, nee, was ist denn da hinten los? Was tun da hinten so komisch? Ach, das ist Munition, oder wie? Kann man gleich mal Munition. Munition aufnehmen. Jetzt aus. Geht's rund, Leute. Setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, dass ich gerne Ausrüstung? Oh nee. Sturmgewehr. Auweiwei.
Ach komm. Atari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Bis was hältst du von der Operation, Nomad? Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Konzentrieren wir uns, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Mhm. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Hua. Mhm. Gut, fertig? Oh, nee. Also, oh, schaut, schicke, heuer, schicke Grafik. Also, die Käseköpfe da sind meine Kollegen jetzt, oder wie? Oh, da ist ein... Aha, 2,7 Kilometer. A ist drüber springen, überqueren, hoppla. Und da ist runter, oh, schau die Grafik an. Boah. Holla, da muss ich hin, 2,7 Kilometer. Aber wir müssen jetzt den Leutnant finden. Und, 1, 2, 3. Die drei sind meine. Die mit den blauen Häubchen sind meine Kollegen, oder? Und Munition kann ich irgendwie keine mehr aufnehmen oder so. Munition aufnehmen gehen. Und was ist da drin? Da ist nichts drin. Huch, huch. Das ist ein bisschen komisch. Gut. Das ist Deckung. Warte, ist. Ui, liegen, oh ja. Einmal ist Deckung. Warte. Deckung. Ducken. Warte, muss ich schnell aufschreiben. Ducken und länger ist Kriechen. Also. Kriechen. Hinlegen, irgendwie. Was ist das da? Nichts. Waffe wechseln, oder? Waffe wechseln. Aha. Und gedrückt halten ist Waffe wegpacken. Aha. Na, packen wir es mal weg. Waffe, warte. Entschuldigung, tut mir jetzt leid, muss ich mal Waffe wechseln und wegstecken. Muss ich schnell. Ja, tut mir leid. Wegstecken. A ist irgendwas anderes. Überqueren. Oh, schauen wir uns mal. Huch, da brummelt der Generator. Boah. Da hinten muss ich nichts machen, oder? Kann man da noch machen? Überqueren. Was ist das? Klettern. Da kann man Wasser tanken. Muss ich jetzt nicht hier irgendwie. Habt ihr den schon gehört? Sitzt ein Seemann in einer Bar. Was ist hier? Bin ich schon. Huch. Ist mir scheißegal. Jedenfalls sitzt der Seemann in einer Bar und dreht sich zum Typen neben ihm. Willst du einen Marine-Witz hören? Der Typ antwortet, bevor du ihn erzählst, solltest du wissen, ich bin 1,80 groß, wiege 90 Kilo und bin Marine. Der Typ neben mir ist 1,90, ja, wiegt 100 Kilo Witz und ist erzählen. Auch Marine. Und der Typ daneben ist 2 Meter, gut, wiegt 115 Kilo und ist auch Marine. Bis der jetzt seinen Witz nun fertig ist. Er, willst du den Witz noch erzählen? Ja, erzähl. Der Seemann denkt nach und schüttelt den Kopf. Nö, sagt er, ich will ihn nicht dreimal erklären. Aha, gut. Witzig. Jetzt schauen wir schnell doch die Gegend ein bisschen an, gell? Boah, schau, die Grafik müssen wir mal ein bisschen würdigen. Schau her, boah. Da hinten, das sind die Anden. Was ist das für ein Ding da? Bergfestung. Da ist die Bergkapelle. Gut, und da unten. Und wir müssen jetzt da lang den finden und befreien. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt, hier sind Autos. Holla. Müssen wir da 2,6 Kilometer rumfahren, oder? Naka. Was? Brauchen wir einen klaren Verstand und einen starken Körper. Wir sollten alles tun, um bessere Menschen zu sein. Oh, was? Rechter? Schwächen hinter uns zu lassen. Für alle Bolivianer, die mich noch nicht kennen, ich heiße El Sueño. Ich gehöre zum Kartell Santa Blanca. Eine Organisation, die sich erst vor 6 Jahren in eurem schönen Land angesiedelt hat. Viele von euch sind jetzt bei uns angestellt. Das quatscht ja wieder, oder? Die Gemeinden haben von unserem wirtschaftlichen Engagement und unseren wohltätigen Spenden profitiert. Trotz alledem reden eure Politiker, ausländische Regierungen und die Medien der wieder des Mainstreams schlecht über uns. Muss da lang, gell, oder? Und Mörder, sogar da die Straße. Saben la verdad. Doch
seht euch eure Städte und erfahrt. Was quatscht denn der? Fakt ist, seit Santa Blanca in Bolivien warum, die sind doch keine Minen? Zurück, wenn man von dem Ärger absieht, den die Rebellen machen. Tolle Grafik. Gewaltverbrechen. Was quatscht denn der? Vergewaltigung, all das gehört beinahe der Vergangenheit an. Huch, da ist eine Falle. Oder stehen Autos, oder wie? Gewaltiger oder korrupten Polizei nur eine kleine Gebühr zahlen, dann wurden sie freigelassen. Doch wo Santa Blanca ist, gibt es keine Zuflucht. Entschuldige, ich schau bloß mal, sind da fahren Leute rum, sind die jetzt freundlich? Da steht eine, und euch Richter und Politiker im Schau mal weiter. Das Quatsch, ist das Radio an oder wie? Hoppla. Wir sind für euch da. Esta es nuestra misión. Wer quatscht denn da? Ist das Drecksradio oder wie? Oh, tolle Grafik, ja. Und das sind die alle freundlich da, oder wie? Aha. Ich weiß relativ, also was heißt, ich weiß überhaupt nichts, was ich hier machen muss oder so. Oder wie das dann da, da oben ist schon Kreuz. Oh weia, ob man da jetzt schon irgendwas sammeln kann oder soll oder muss. Wer quatscht denn da dauernd? Müssen wir, und was das für Typen sind hier? Sollen wir da mal aussteigen? Nee. Jetzt fahren wir einfach mal dahin, oder? Ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt fahren wir mal. Da ist ja Quatsch, denn da. Sind die alle lieb hier, oder wie? Oh, schau her. Aha. Huch, da sind schon Gräber. Oh, oh. Oh, da sind überall Gräber. Kann man die plündern? Oh weia, jetzt müssen wir aussteigen, oder? Wir müssen aussteigen, jetzt einparken, komm. Einparken, das Drecksradio ist an. Wie kann ich das ausschalten? Aussteigen. Hoppla. Okay, und genau finden Sie, aha. Ich weiß überhaupt nichts, gell. Wir haben Gesellschaft, bleibt wachsam. Huch. Einführung. Au, oh, Einführung, Aufklärung. Oh, Einführung, Aufklärung. Au. Oh. Ah, oh Gott, jetzt muss ich. Oh, Scheiße. Nehmen Sie sich Zeit, Feinde und Ihre Verteidigung zu markieren. Huch. Drücken Sie, um die Drohne zu benutzen. Drücken Sie, um das Fernglas zu. Ach Gott, das muss ich jetzt wieder aufschreiben hier. Drohne. Das ist ja wie Watch Dogs hier mit Drohne. Und das ist Fernglas. Oh, wei, wei. Und was nützt man das? Irgendwas. Nehmen sich Zeit, Feinde und ihre Verteidigung zu markieren. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich, warte, Fernglas. Und jetzt? Aha. Aha, jetzt ist der markiert, oder? Huch, wie kriege ich das jetzt wieder weg? Gar nicht. Hä? Witzig. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Ach, geh. Escape? Wo ist denn Escape? Ah, oh, nee. Ach, das ist die Karte. Und wie komme ich jetzt da wieder raus, Freunde? Gar nicht. Ich bin unterwegs. Hä? Jetzt habe ich einen Befehl gegeben. Wie komme ich denn da wieder raus? Okay. Ich komme nicht mehr raus. Ach Gott, komm. Oh nee. Drohne fliegt. Jetzt nicht mehr. Ah, jetzt bin ich draußen. And now, wo sind die anderen jetzt? Die hocken da in der Verteidigung. Muss ich jetzt? Das ist ein Böser, oder wie? Ach du Scheiße, jetzt kacke ich gleich ab. Kann man nicht speichern? Speichern? Wo ist denn Speichern? Fortsetzen, Schwierigkeit, Einstellungsform. Wo ist denn Speichern? Ach, okay. Oh, nee. Jetzt muss ich den umhauen, oder wie? Der ist böse jetzt, oder wie? Der Rote? Der steht mir da im Weg, oder wie? Was ist denn? Schrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Oh nee. Schalldämpfer. Ja komm, ich bin hier völlig überfordert. Muss ich den umschießen?
Warte. Hehehe. Hoppla. Simultanschuss, Cooldown. Oh wei. Das war ein Böser jetzt, oder wie? Was machen die anderen Idioten? Siehe das Ziel. Vorwärts. Hä? Ich sehe gar nichts. Siehe das Ziel. Vorwärts. Warte, muss ich jetzt wieder. Aber dann. Was ist mit der Drecksdrohne? Ach, das ist die. Huch. Befehlsort. Ah, warte, Trigger. Oh. Da ist eine Maschinenpistolen. Oh. Ah, ich muss die erst. Oh weh, das sind die Bösen jetzt, oder wie? Die, oh wei, die müssen wir alle abhauen. Ab. Huch, das Schwein, aber nicht, oder? Schweine. Oh! Noch ein Dritter. Ah, noch einer. Juhu. Wie kriege ich das wieder zurück? Signal. Da ist auch noch einer. Hören Sie. Die roten muss ich umhauen und der gelbe ist mein Ziel, oder? Wo sind denn jetzt? Was machen meine Dreckskollegen? Oh, schau die Grafik an. Was machen meine Dreckskollegen? Huch, da geht's runter. Kann man sich da anpischen? Aha, oh nee, Einführung Simultanschuss. Was ist? Visieren Sie ein Ziel an und drücken Sie auch, um es für einen Simultanschuss zu markieren. Schießen oder halten. Also Sie erneut Arm, einen Simultanschuss durch. Ach du Kacke. Wenn Sie im Kino, aber jetzt gehe ich Koop spielen. Nee, machen wir nicht. Oh Gott, wer. Simultanschuss. Oh weia. Jetzt bin ich gleich tot, weil das kapiere ich nicht. Habe ich jetzt einen Schalldämpfer oder wie? Oh oh. Jetzt muss ich ja auf die Maus wechseln und die alle umhauen, oder? Huch, ich sehe nicht. Warte, da hockt einer. Gegner getroffen. Haha. Na hallo. Das war knapp. Das war knapp. Echt? Was machen die anderen Idioten eigentlich? Helfen die mir gar nicht. Muss ich die plündern? Ah, das Gelbe ist mein Ziel, oder? Das machen wir jetzt doch schnell, oder? Und, und die Roten sind, da ist noch ein Gegner. Kann man den jetzt nicht filzen? Kann man den nicht looten? Komm, der hat so eine schicke Hose an. Kann man den nicht looten? Ted lootend. Kennst du den? Och, da ist ein Benzin. Achso, den hätte ich umhauen können. Kann man da nichts looten? Komm, Freunde, ich brauche Munition. Kann man da nichts looten? Der da hat auch nichts, oder wie? Ah, achso, wechseln. Nee. Puh. Ich nehme das da mit Schalldämpfer. Ja, da steht noch einer. Warte, muss ich jetzt wieder mit der Drohne gucken. Da ist einer. Ein Betonmischer. Dem schütte ich jetzt frisch gemischten Beton aufs Haupt. Gut, das haben wir da. Da ist da noch einer. Böser. Nee. Das ist ein Böser. Der verhören. Was? Wo hat er noch einen? Oh, schnell weg. Oh, der hat mich jetzt gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt müssen wir schnell umhauen. Nur noch. Und den gelben müssen wir verhören. Oh wei, wie mache ich denn das? Verhörtechnik. Was ist denn das da? Plus Nachschub markieren. Was ist Nachschub markieren? Hä? Was ist denn das Pluszeichen da? Was macht das Ding da? Hä? Nachschub markieren. Huch. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Ah. Ist das gut oder wie? Also ich kapiere hier nichts. Huch, der kommt. Böser, du Böser. Ah, sieht er mich. Peng. Tango neutralisiert. Huch. Okay, toll. Schau, wie ich gut bin. Schau, hast du das gesehen? Ich hau die Consuela. Die Consuela haut die Kollegen hier weg. Das ist Affen. Hey, Kartellschütze. Affen. Im Wachturm. Ah. Oh. Nee, warte, da müssen wir nochmal. Achso, der ist schon markiert. Oh oh. Kartellschütze im Wachturm. Ein Böser. Den gelben müssen wir verhören. Oh oh. Müssen wir da hin.
Und meine Kollegen können mir nichts helfen, oder wie? Huch, da rumpelt's. Meine Kollegen helfen mir da nichts, oder wie? Ja, wie muss ich denn jetzt da kommen? Den gelben darf ich nicht umschießen. Aber den anderen muss ich umschießen, oder? Helfen mir da meinen Kollegen nicht? Oh, schauen wir mal die Gegend an. Boah, das ist schick. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Oh, oh. Sag mir wo. Bei der Sandsackstellung. Oh. Kann ich da nicht jetzt von oben her? Freunde. Oh. Da können wir bestimmt... Ein umhauen. Kann man jetzt nicht noch rauf da irgendwie? Da einen umhauen noch. Oh, warte. Da hockt noch ein. Wo ist denn der? Der andere Böse. Da ist doch noch ein Böser. Den müssen wir nur umhauen. Das ist ein Treffer. Oh, jetzt. Au. Sieht er mich, oder wie? Nee, ich... Wir haben jemanden wachgerüttelt. Oh, oh. Ja, aber ich muss doch... Der Gelbe haut der jetzt ab, oder wie? Wie verhören? Wie soll ich ihn verhören? Jetzt haut er ab, die Sau. Oh, nee. Da ist aber noch einer. Der Rote da. Jetzt haut der ab, oder wie? Ich guck Flöhe, hoppla. Ach du Scheiße, ich kapier zum Glück nichts hier. Jetzt haut der ab. Ah, oh, komm. Ach so, der türmt dann. Und dann müssen wir ihm hinterherlaufen. Und den dann, der türmt jetzt. Ach du Scheiße. Da ist noch einer. Huh. Oh, oh, Scheiße. Komm, lauter Böse. Fahrzeugabfahrt. Ach komm. Ach du Scheiße. Oh, jetzt kommt einer. Du Scheiße. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße. Ich hab hier nichts. Muss da runter, oder? Ah, du Böser. Ah, jetzt bin ich tot. Ach du Scheiße. Oh. Hilfe, da ist erste Hilfe. Nee. Was machen die anderen? Nachschub markieren. Nahrungspakete. Wow. Ich kapiere zum Glück hier nichts. Gut, Freunde. Jetzt haben wir schon ziemlich lang gespielt. Die Jagd? Nee. Ach komm, ich kapiere hier nichts. Oh weia. Jetzt werde ich gleich sterben. Da unten noch der. Wie komme ich denn da runter? Da komme ich nicht runter. Doch, da ist eine Treppe, oder? Oh weia. Muss man da runter. Ah. Hoppla. Abschuss. Oh, Abschuss. Müssen wir da hin? Wo ist denn der Idiot? Verhören? Ja, wie soll ich denn das machen? Wenn ich den umbringe. Verhören. Wie verhöre ich denn den? Jetzt gehe ich einfach hin, oder? Greifen. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir, oder? Verhör. Ah, verhören. Oh. Oh, oh. Du beantwortest meine Fragen, oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Entschuldigung. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Oh, oh. Darum geht's also? Gut, jetzt machen wir gleich Pause. Warte. Er ist auf der Atoll gefahren. Ah ja. Hör zu. Hopp, dann seht klar. Ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Gut. Leute wie euch. Aha, bing. Befreien Sie. Amaru ist ein alter Mann, der hält der Folter nicht lange stand. Gut. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich Lieber. Tot. Was ist denn vielleicht, das ganze Käse hier? Nachschubmarkieren. Was soll denn das sein? Halt leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. So, jetzt machen wir mal Pause, weil ich kapiere hier nichts. Gut, Freunde, speichert der hier? Gut, pass auf, ich schalte jetzt hier das Video aus, gell, die ersten Meter haben wir überlebt und dann watschle ich mal ein bisschen rum und probiere mal aus, wie das überhaupt geht, das Spiel. Und dann sehen wir uns gleich wieder, gell? Schauen wir doch schnell ein bisschen alles an. Grafik. Das Kartell wartet nicht, dass wir Amaru aufgespürt und gerettet haben. Oh, weia. Grafik noch ein bisschen bewundern, komm her, schau her. Tolle Grafik hier, Wahnsinn. Boah, Server, Schrank. Was haben die am Kopf? T-Gif.
Gut, Freunde, jetzt schalte ich mal das Video, Video aus. Huch. Und dann machen wir gleich weiter. Zwei Marines wollen nach Houston fliegen. Gleich weiter, Marines gell? Flugzeuge. Das wird gut. Erzählt jetzt wieder einen Witz, der Idiot hier. Durch den Gang marschiert und sich auf den Platz neben sie setzt. Der Corporal zieht sich die Stiefel aus und macht es sich gemütlich. Die beiden Marines werfen einen Blick auf ihn und beschließen, sich einen Spaß zu machen. Aha. Als das Flugzeug in der Luft ist, sagt der Marine am Fenster zu dem Corporal: Hey Mann, könntest du mir wohl was zu trinken holen? Kein Problem, sagt der Army-Typ. Springt auf und geht zur Flugbegleiterin. Kaum ist er weg, nimmt der Marine einen der Stiefel des Corporals und spuckt rein. Das ist echt fies. Der Corporal kommt mit dem Getränk zurück. Kaum sitzt er wieder, als der zweite Marine grinst und sagt: Hey Mann, das Gesöff sieht echt lecker aus. Könntest du mir auch so eins holen? Boah, da ist die Gelände. Und wisst ihr was? Der Corporal grinst nur. Klar, sagt er und springt auf. Kaum ist er weg, als der Marine den anderen Stiefel nimmt und einen dicken Klumpen reinrotzt. Die Marines ziehen sich zurück und genießen ihr Getränk. Ein paar Stunden später landet der Vogel und der Corporal zieht seine Stiefel an und weiß sofort, was los ist. Er sieht die Marines an, die ihn frech angrinsen. Muss das sein, fragt der Corporal. Hass. Die Animositäten. Gut, okay, jetzt schalten wir aus. Also Nachschub markieren. Also da kriegt man anscheinend, kriegt man da was oder ist anscheinend gut irgendwie, oder? Gut, okay. Okay, dann schalten wir jetzt mal aus und ich versuche mich mal hier noch ein bisschen anzufreunden mit der Steuerung und dann geht's weiter, gell? Okay. Speichert. Huch, da ist meine Consuela. Sieben. Dreht den Kopf, weil er schwitzt unter ihrem Helm, die Consuela, meine Fresse. Gut, okay, Freunde. Also, tschüss, bis gleich. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis gleich.